Herd. Okay, fangen wir mal am Kühlschrank. Was ist denn, was sind das für Preise, alter Schwede? Ich muss jetzt mal mit den billigen Kühlschränken anfangen. Es tut mir furchtbar leid, aber erst wenn ich mehr Kohle habe, kann ich mir dann bessere Kühlschränke kaufen. Aber der wird natürlich rot. Den stellen wir gleich mal hierher. Was soll ich denn eher da herstellen? Irgendwo. Nein. Ja, warum nicht? Stellen wir den mal da in die Küche. In die Ecke. In die Küche. Natürlich kommt er in die Küche. Wohin sonst? So, um Gottes Willen. Ja, da wird es einfach mal jetzt die günstigste. In einer angenehmen Farbe. Das ist definitiv nicht angenehm. Nehmen wir gleich das, wurscht. So, wir hätten das gerne hierher. Gut, Platz haben wir natürlich auch einlassen für einen Herd. Nicht genug Geld. Was kann der Herd bitte? 13.000, wollt ihr mich segieren? Ah, Leckerkocher, Kochmax Pro. Essensqualität 4, Zuverlässigkeit 5, Kochfähigkeit. Achso, das ist ein Gasherd, okay. Ja, wurscht. Ich will den coolen da haben. So, Dunstabzugshauben brauchen wir natürlich auch. Keine Frage. Ich weiß nicht, wo gehört das hin? Daher? Ja? Okay. So. Jetzt haben wir eigentlich eh schon mal das Wichtigste. Ah, eine Spüle. Sapperlot. Hätte ich fast vergessen. Da gibt's schon coole Sachen, muss ich gestehen. Hygiene 4, Zuverlässigkeit 5. So ein Steinfarben, das passt ganz gut. Die werden wir aber nicht hier montieren, die werden wir hier herüben montieren. Sehr gut. Was können wir noch brauchen? Wir könnten auf jeden Fall noch brauchen. Was ist das? Zimmerpflanzen brauchen wir nicht. Nein, Vorhänge. Alles. Spompernadel, die keiner braucht. Küchengeräte. Wir brauchen auf jeden Fall eine Mikrowelle. 2000 für eine Mikrowelle. Was ist das für eine Mikrowelle? Die muss ich per SMS schicken können. Machen wir es essen um 17 Uhr, wenn ich nach Hause komme oder irgend so ein Blödsinn.
Nahrungsvaporisator. Wellenschleuder. Der Profispüler. Geschirrspüler. Ja, Geschirrspüler brauche ich schon. Ich bin eine faule Sau. Ich will nicht abwaschen. Das heißt, wir müssen abreißen, glaube ich, heißt das. Vorschlaghammer. Und dann hätte ich gern. Dieses Ding hier weg. Dafür kriege ich wieder Kohle. Das ist sehr gut. Und jetzt brauchen wir wieder Küchengeräte. Und wir wollen die Spüle 645. Oh, das kostet alles so viel Geld. Warum kann ich dich da nicht hinstellen? Was? Kann nur auf bestimmten Objekten. Ah, das ist ein Unterbau. Ich bin ein Idiot. Okay, macht nichts. Dann werden wir den da jetzt einfach hier reinstellen. Zack. Ach man, hier geht die Kohle flöten. Das ist ein Wahnsinn. Dann werden wir hier jetzt einfach nochmal so ein Kästchen herstellen. Perfekt, sehr gut. Wir müssen mal wieder Küchengeräte. Ich möchte natürlich auch eine Mikrowelle haben. Stylische Mikrowelle in der Ecke. In der Ecke, natürlich kommt in die Ecke. Hallo, Schwester. Kaffeemaschine. Ich bin selbst in Wirklichkeit kein Kaffeetrinker. Ich bin ja eher der Gau-Gau-Trinker. Aber warum nicht einen Koffeinator in einem schönen Silber? Der kommt natürlich jetzt hierher. Und ich würde mal fast vermuten, dass ich jetzt alles habe, was ich brauche für die Küche, oder? Futternäpfe. Ah, für meine Katze. Natürlich brauche ich einen Futternapf. Programmgesteuerter Futternapf. Oder einfach nur einen Futternapf. Sorry, da wird es jetzt mal die billige Variante. Da wow, wow, miau, miau. Den werden wir jetzt einfach mal dezent. Ja, Kamera. Der braucht eine ganze Ecke. Hier herstellen. Besser als gar nichts. Und wenn wir schon dabei sind, wir bauen natürlich eine Katzentoilette, Pipi und mehr. Nein, danke. Katzenfokus. Katzenlokus. Katzenklo für die Katz. Selbstreinigendes Katzenklo Laserblitz. Okay, klingt auch nicht uninteressant. Aber 400 ist halt echt eine Menge Kohle. Da wird es jetzt vorerst einmal leider nur das Pipi und mehr. Das kommt aber ins Badezimmer, bitte. So, okay, jetzt ist einmal für die Katze halbwegs, oder? Naja, eigentlich könnte ich noch so einen Kratzbaum aufstellen. Alter Schwede. Billig ist der ganze Kack nicht, wirklich. So, das wird jetzt gleich mal hier in der Ecke oder hier im Vorzimmer platziert. Sehr gut, so. Jetzt muss die Katze aber glücklich sein, jetzt kann es das nicht sein. So, Badezimmer. Duschen. Schauen wir mal, was die Dinger kosten. Die sind bei 275 bis 500 und eine Badewanne beginnt bei 250, okay, jetzt hält sie mich kurz am Scheißakkord. Ähm,
Da hätte man natürlich beides in einem, aber es kostet 2200 und mir geht die Kohle schon langsam aus. Außerdem, was ich auch machen möchte, so, Fundament. Ich hätte gerne... kann man denn nicht irgendwie aus mit dem Boden oder so? Ich hätte nämlich gerne Bodenbeläge. Bodenmuster, damals. Ich hätte nämlich gerne für den Raum Fliesen. Und zwar im Badezimmer. Perfekt. Holz. $8, $4. Gibt es nichts Billiges? Irgendwie so ein Laminatboden oder irgendwas? Ja, der schaut echt cool aus. Der schaut auch super gut aus. Ja. Pfeif drauf. So, jetzt sind die Böden auch gemacht. Jetzt geht es wieder um Möbel, beziehungsweise das Badezimmer. Wir brauchen auf jeden Fall was ist das? Gemälde und Poster, ne? Das braucht keiner. Was ist das? Katzenklo. Ah, Katzenklo, das gibt es da auch. Okay, wir fangen mal an mit einer Dusche, hätte ich gesagt. 275 oder 500. Zuverlässigkeit 3, Zuverlässigkeit 3. Pfeift auf. So, duschen ist wichtig. Stellen die jetzt einfach hier in die Mitte rein, die Dusche. Dann sollte ich mir irgendwann mal noch eine Badewanne kaufen, dann hoffe ich doch, nur jetzt testhalber. Ja, ist mir egal, ob die da reinpasst. Ja, perfekt. Okay, gut. Badewanne geht sich noch raus. Das war mir jetzt mal das Wichtigste. Jetzt kommt natürlich das WC auch dran. Oh mein Gott. Der Kupferkessel. Was? Warum kosten die Heiseln? Also, die Toiletten so viel Kohle. Das ist ja unfassbar. Moderne Erleichterung. Ich meine, es ist nicht unbedingt ideal, dass man die Toilette gleich neben... Ich werde da vielleicht noch extra einen eigenen Kammer, ein eigenes Räumchen basteln. Da machen wir das nämlich so. Genau. Da kann ich dann nochmal extra eine Wand ziehen. Jetzt kommen aber mal wieder... Warum sind das genau dieselben wie in der Küche? Egal. Moment, gibt es eigentlich auch sowas wie Geräte? Ich meine so. Waschmaschine? Schaut es denn eigentlich aus mit den Dingen hier? Stehen die frei oder sind das Unterbaudinger? Die stehen frei, okay.
Ist irgendwas Rotes oder so? Ja, okay. Perfekt. Oh mein Gott. Was ist das unwahrscheinliche Ottomanie? Was? Oh, ich habe keine Ahnung. Hey, das wird mir jetzt echt schon ein bisschen zu viel fast. Was ist das hier? Wandhaken. Seifenspender. Wäschehaufen. Toilettenpapier. Badezimmerkorb nur für mich. Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal so Kästchen. Wir werden wieder dieselben nehmen und nehmen es in... Von mir aus dieser Farbe. Einmal hier. Einmal hier. So. Das ist natürlich jetzt Kacke mit dem Fenster. Alter Schwede. Was ist denn das für ein Spiegel? Kann ich mir da ins... zum Bett tun? Nee, wir machen das mal so. Wir tun da jetzt mal da... Vorschlaghammer und werden das Fenster hier entfernen. So, sehr gut, danke. Jetzt können wir wieder auf Baumenü gehen. Und gehen jetzt mal auf Spiegel und bauen uns da einen akzeptablen Spiegel hin. Das ist aber nichts. Das ist ja der urkleine Spiegel. Ich will einen gescheiten Spiegel. Gibt es da keine richtigen, vernünftigen Spiegel? Die Quelle. Ah, der passt da sogar dazu. Ja, wurscht. Nehmen wir den. Lampen. Wir brauchen natürlich auch früher oder später irgendwie Licht in der ganzen Bude. Das Licht, ich scheiß mich an. Ich sollte nicht vergessen, dass ich noch ein Dach auf der Hütte brauche. Vielleicht sollte ich das zuerst machen, bevor mir die Kohle ausgeht, fällt mir gerade ein. Okay. Nein, nein. Baumenü, wir brauchen bitte ein Dach. Ich hätte gerne ein... Oh, sind Dächer umsonst? Ich habe keine Ahnung, was das alles heißt. Ich nehme mal das hier. Kacke. Kann ich da nicht den Winkel auswählen? Ah, oh ja, doch, da. Um Gottes Willen. Abbrechen. So, nein, ich würde gern das Dach auswählen, bitte da, da, danke, das hier, genau. So, wow. Wow.
Kann ich da jetzt auch den